Wirklich Kanaille. Jetzt kann ich mal gucken nach der blöden Sau. Könnte schon fett genug sein. Ich muss mal den Container holen. Okay, da die jetzt gerade genau da rumsteht, genau im Wege. So. Boah. Ist ja nun wirklich schon mächtig, die eine. Dann wollen wir mal. Hat hier ein Glück, ich wollte gerade schießen ohne Munition. So, Baby. Schau mir in die Augen. So. Du bist morgen dran. Nicht so schnell hier. Okay. Ist mir egal, ob ihr glücklich seid oder nicht. So. Zwölf von zwölf, das Ding kann jetzt raus. So, jetzt brauche ich das Auto, weil der Platz reicht aber nicht mehr. Ach. Ja, da steht ja was im Weg. War ja was. So. Gut. Na. Erstmal muss der hier drauf, weil sonst. Gut. Mensch. So. Ich muss halt hier genau packen, weil. Fleisch ist kostbar. So. Ja, die hat einiges an Fleisch abgeschmissen, muss ich sagen. Echt jetzt? Ach ja, immer das Gleiche. Gut, dann stelle ich mal jetzt hier raus. Fleisch im Dreck, das schmeckt bestimmt danach bei der Verarbeitung gut. Noch ein bisschen Hühnerkacke da drauf. So, Bertha, du bist morgen dran. Dränge dich nicht vor. Hey, immer diese Vordränger, die wollen alle sterben hier. Okay, ich werde jetzt mit dem Zeug, was schon mal hier ist, zum Laden fahren. Gott, das macht Spaß.
Gut, weiter geht es, weil ich musste kurz noch mal zur Kleinen mal was gucken. Die hat gerade mit ihren, die ist jetzt im 5. Monat, wird jetzt bald 6 Monate, nicht mehr viele Tage. Und ich weiß nicht, was sie träumt, aber ich glaube, die träumt davon, ihre Füße und Beine und sonst was alles aufzufressen. Ich habe gerade im Babymonitor geschaut, hat die ihren Fuß in ihrem Mund. Boah. Bin ja froh, dass sie noch nicht läuft, dass sie noch keine Käsebeine hat. Okay, dann machen wir mal raus. Bionade kommt irgendwie gar nicht mehr wieder. Okay, muss ja sehen. Alles verkaufen und raus. Auto und Kühlbox brauchen wir ja noch. Wir haben jetzt noch die Eier. Ich kann ja mal gucken, ob jetzt schon Eier gelegt worden sind. Nehme ich die gleich mit, aber erstmal Fleisch. Wenn das Auto nicht bei diesem Bahnübergang immer so springen würde, das ist ja pervers, genau an der Stelle hier. Das ist sowas von pervers. Das geht gar nicht. Ich denke mal, diesen Fehler werden sie auch dann irgendwie verbessern. Also, die haben ja schon rausgebracht, dass sie ein Update bringen wollen. Ich hoffe, es ist dann wirklich ein richtiges Update. Und nicht nur wie bei manch anderen Spielen versprochen wird und nicht gehalten wird. Einzige, was nicht verbessern dürfen, ist hier Unfallgefahr. Also, dass man nach jedem Unfall in die Werkstatt muss. Jetzt habe ich ein Problem. So. Dann gucke ich nochmal nach den Eiern. Gibt es hier welche irgendwo? Da gibt es welche. Na? Auf dem Boden sehe ich jetzt hier keine Eier mehr. Nur ziemlich viel Scheiße. Okay, dann wollen wir mal zum Auto zurück. Gut, ein befruchtetes Ei war jetzt auch nicht mehr dabei. Und dann noch mal einkaufen, verkaufen. Bionado geht immer einkaufen, ich gehe mal verkaufen. Passt ja ganz gut. Und bis wir irgendwann so eine große Ranch haben. Boah. Meine Güte. Keine weiteren Tiere. Und hier ist immer nur Nebel. Ich glaube, das ist ein Sumpfgebiet. Fix und fertig von dem ganzen Tag hier. Hallo Bionado, du stehst ja übrigens gut da. Solltest du mal reinkommen in deinem Spiel. Gut. Nochmal 200.